und herzlich willkommen hier auf Microwaser TV. Ich bin der Bio und spiele zusammen mit dem Meister Dragon. Letzte Folge, letzte Staffel hier bei uns auf dem Kanal. In Hamburg, genau. Das, was wir noch nicht gezeigt hatten. Ab jetzt ist das wirklich jetzt die letzte Folge Emergency 5. Hiermit beenden wir dann praktisch das Let's Play von Emergency. Wir haben es doch noch geschafft nach einer langen Unterbrechung, kann man schon sagen. Hatten es ja aufgeschoben gehabt für ein paar Monate, waren es schon. Ein, zwei Monate waren es bestimmt. Bis wir auf ein größeres Update gewartet haben. Jetzt ist er da und jetzt sind wir auch in der letzten Folge. So schnell kann es gehen hier. Und Ice Dragon ist hier noch brav hier beim Löschen und ich natürlich auch. Ja, ich habe gerade bemerkt, dass ich vor allem gerade voll die komische Infizierung hier oben vernachlässigt habe. Okay. Jetzt habe ich nicht nur infiziert, sondern auch ein Opfer, die wirklich abtransportiert werden müssen mit Sanitäter und so weiter. Die haben alle Schweinegrippe. Die Schweinegrippe? Achso, ich brauche hier oben noch ein Drehleiterfahrzeug, sehe ich jetzt erst. Die haben alle ansteckende Schweinegrippe. Die Schweinegrippe haben sie. Also, auf jeden Fall muss man sagen, hier geht es jetzt wirklich gut ab in den letzten Minuten. Ich habe hier ordentlich zu tun, der Ice Dragon auch, jetzt mit seiner Schweinegrippe. Das Feuer hier oben haben wir unter Kontrolle. Ich hole jetzt meinen Dreh. Ich warte mal jetzt so kurz hier noch, ne? Bevor jetzt hier noch irgendwie... Brauchst du Hilfe? Nee, läuft alles. Ah ja, hier liegen sie alle. Jetzt kümmere ich mich ja gerade intensiv darum, jetzt läuft das alles wieder. Da hat der Ice Dragon die Schweinegrippe vernachlässigt. Sowas geht doch nicht. Sowas geht nicht. Also geht. So, wie gesagt, jetzt warte ich hier nur noch auf... Ich brauche hier oben. Auch einen Sanitäter wahrscheinlich. Wo denn? Hier oben bei dem Brand, bei dem Feuerwasserboot. Alles klar, kriegst du. Da haben wir nämlich noch jemand, was abtransportieren will. Ich hoffe, das ist jetzt dieses Zeichen für abtransportieren. Oder ist es jetzt wieder für aufkloppen? Da musst du jetzt mit der Drehleiter holen. Doch, mit der Drehleiter. Okay. Aber ich kann dir schon einen Krankenwagen holen. Ja, nein, nicht, dass ich jetzt hier meinen Feuerwehrwagen wieder leck schicke und ich das hätte aufkloppen müssen. Notarzt kann ich dir schon schicken, den habe ich schon verfügbar. Ja, das ist wunderschön. Wir wissen auch noch nicht ganz, was jetzt so unser nächstes Let's Play Projekt hier nach sein wird. Nach Emergency 5. Schicken, bitte? Ja. Wissen wir noch nicht, wie wir das, was wir da jetzt so machen. Aber wir werden schon was finden. Du brauchst jetzt einen Rettungswagen, ne? Ja. Zu Befehl. Weil ich habe unterwegs. Und ich habe nur drei Rettungswagen, deswegen. Und das müsste einer zweimal fahren und das dauert ewig. Höre. Und meine drei Krankenwagen sind gerade schon alle eingekommen hier. Höre. Nee, ist unterwegs, kommt zu dir. So, Drehleiterfahrzeug ist jetzt auch am Unfallort und holt jetzt die Personen raus. Hoffe ich jedenfalls. Hallo? Alles klar. Er macht nichts. Nee, er holt mir die Person nicht runter. Kein Problem. Bin ich ran? Sofort. Das ist ein Drehleiterfahrzeug. Ich gehe davon aus, dass er da rankommt, oder? Du hast mein Krankenwagen jetzt schon hier? Nö, ne? Nö, der brauchen wir bald. Das ist ein weiter Weg. So. Mein Notarzt wäre da, aber welches Drehleiterfahrzeug überhaupt? Hier oben bei dem großen Brand hier. Das steht hier in der Seitengasse drin. Alles klar. Ach da, ja. Der kommt da irgendwie nicht ran, oder? Kann ja, weil die Person irgendwie... Guck mal, die hängt über dem... Die hängt schon über... Hängt da irgendwie im Haus fest, ja. Also die eigentlich fällt sie schon runter. Ja. Und da siehst du. In Ordnung, verstanden. Kriegt das volle Spruch wieder weg, ja? Ja, das kann weg. Verstanden. Geht nicht runterholen? Nein, das geht nicht. Bin dabei. Das Symbol zeigt er mir zwar an, sofort. Aber ich krieg sie nicht zu fassen, also. Okay, wird erledigt. Wird erledigt. Zu Befehl. Okay, dann werde ich mal schnell mal. Ja, einer ist noch übrig. Höre, kein Problem. Erwarte Befehle. Ist in Arbeit. Ist in Arbeit. So, 10 Minuten noch, Leute. 10 Minuten. Er hat das überstanden. Ice Dragon hat mich natürlich auch schon wieder eingeholt. Der Wahnsinn. War die Schweinegrippe jetzt irgendwie. Und das Löschen mit dem Boot, glaube ich.
Du musst ja auch mal eine Staffel gewinnen. Ja, das erlaube ich dir. Das gönne ich dir. Wird gemacht. Ist jetzt natürlich wieder toll, dass ich sie jetzt wieder nicht zu fassen kriege. Höre. Zu Befehl. Ja. Verstanden. Kein Problem. Naja, also er reagiert überhaupt nicht, so wie bei einem Auto. Ist jetzt eigentlich schon wieder. Zu Befehl. Also wenn du jetzt sagst, er soll die runterholen, was macht er denn? Er fährt hin. Macht aber nichts. Nö, da, jetzt macht er. Ich hab's jetzt einfach mal so willkürlich auf ein Haus gedrückt. So. Ja? Ich dachte, der fährt auch alleine zurück, aber scheinbar macht er das nicht. Ist in Arbeit. So, gut. Hat sie. Jawohl. Bin bereit. Eigentlich war sie schon längst tot, aber wir haben sie. Umgefallen. So, wir können nach Hause. Also, dass sie dahin geschmissen hat. Alles klar. So, ab nach Hause. Okay. Warte, ich komm da hoch gerade. Jojo, na, hallo, immer mal sachte hier. Ich hab's eilig, da ist ein Opfer, ja. Schön, wie wir einfach die Treppen runtergeheizt werden hier. Egal. Ja, ich bin gerade voll hochgeheizt. Aber runter ist noch leichter als hoch. Schadet nix hier. Countdown, noch 9 Minuten und 19 Sekunden haben wir. Wahnsinn. Yippie. Habe ich einen Krankenwagen im Depot? Nee. Fahrt ist ja ewig weit hier. Boss, soll ich ihn hinschicken? Nö, mein einer ist gleich da. Alright. Du willst aber die Punkte kassieren. Kann Hubschrauber holen. Das kannst du auch machen. Oh, ich hol den Hubschrauber. Ja, genau, hat man noch nicht. Lass mal sehen hier, den Stoff. Da kommt er angeflogen hier unten auf der Minikarte, seht ihr schon. Da. Wird geheilt. Was haben wir denn jetzt? Alle Opfer mit Sanitäterteam abtransportieren, alle Opfer mit Notarzt versorgen. Ich glaube, mein Krankenwagen hier steht hier noch irgendwie rum, oder? Warum steht denn wohl zwei Feuerwehren rum? Ja, ich hab's schon gesehen, ja. So, da kommt da. Zack, zack. Notruf. Brandausbruch in einem Müllbehälter. Ach, eine Ursache unbekannt. Löschen Sie alle Brände. Na, was Harmloses, ja. Jo. Können wir die gleich nehmen hier? Die Koffer kann hier landen. Wo sind denn die Mülleimer? Hier sind sie. Wird gemacht. Ich benutze gleich die Fahrzeuge, die ich jetzt rinschicken wollte. Das klappt. Oh, hat Platz zum Landen für meinen Heli? Ah, ja, so, bei dir unten habe ich jetzt nichts mehr. Alle Fahrzeuge scheinen von mir weg zu sein, von der Karte. Das ist gut. Ja, muss ich sagen, hat mir jetzt die Runde, die hat mir jetzt echt Spaß gemacht. Der Helikopter ist gelandet, steht mitten auf der Straße. Ja, das Problem ist, dass ich das ja nicht wirklich sehe, weil es ist ja nur durchsichtig. Ja. Ein bisschen schade. Aber man muss sagen, das Wasser haben sie cool animiert, wa? Das sieht gut aus, das Wasser. Ja, das ist wesentlich, wenn man mal wissen. Ja, gut aussehen tut das ganze Spiel eigentlich optisch. Aber das stimmt auch, wenn er. Technik ist nur. Wird gemacht. So. Bin bereit. Dann löscht mal den Brand hier bitte. In Ordnung. Du kannst nach Hause fahren. Auf alles Wiedersehen. Klar. Er löscht wieder durchs Haus durch. Naja, wer kann, der kann. Wer kann, der kann, würde ich sagen. Tja. Und Notarzt fährt zurück, hoffe ich zumindest. Also kriegen wir gleich den nächsten Auftrag hier. So, Eisbanken ist immer noch besser als ich, das gibt's nicht. Ich habe ein Heli eingesetzt. Ja, und eigentlich war das ja bei Emergency, bei den älteren Teilen, war das ja so gewesen, dass, Erwarte Befehle. Okay. Geld brauchst du eigentlich mehr Fahrzeuge, ne? Genau, ne? Und das, war das mit den Punkten gewesen oder war das wirklich, das Geld gewesen? Ich kann mich daran nicht mehr erinnern, ob das jetzt mit Punkten war. Geld. Man musste wirklich Geld einsetzen, dass du die Fahrzeuge, das musstest du wirklich, du konntest nicht einfach, wenn es im Brand war, alle Feuerwehrfahrzeuge hinschicken. Aha. Weil sonst hättest du für den nächsten Einsatz wahrscheinlich kein Geld mehr gehabt. Und du musst also ein bisschen auf dein Budget achten, so nach dem Motto immer. Lass mich vielleicht. Brandstiftung. Aus einer psychiatrischen Klinik ist ein bekannter Brandstifter entflohen. Er befindet sich nun im Einsatzgebiet und hat bereits ein Gebäude in Brand gesteckt. Wahrscheinlich wird er sich weitere Ziele suchen. Nehmen Sie ihn so schnell wie möglich fest und transportieren Sie ihn ab. Löschen Sie alle Brände. Zu Befehl. So, schicken wir mal gleich wieder unseren Wagen hier, den wir gerade wieder rinschicken wollten. Die Zeit ist unterwegs? Jawohl, ins Brand hier. Ob ich wohl schaffe, diese Runde zu gewinnen? Mal gucken.
Ah, das wird, guck mal, du bist fast 2000 Punkte, hast du hier Führung. Da wird hier nichts mehr laufen bei mir. Aber ist okay, bin ich zufrieden. Wie gesagt, ich habe hier drei Staffeln lang habe ich gewonnen. Ich gönne dir, wie gesagt, den Sieg, habe ich dir gerade schon mal gesagt. Ja. Und wie gesagt, muss man wirklich sagen, es war jetzt wirklich mal ein bisschen spannend hier gewesen. Hat doch echt ein bisschen. Ja. So, der Heli hat das Opfer aufgeladen und macht sich auf den Weg. Eingeladen. Und so, Feuerwehrauto ist unterwegs. Ich hab's gerade gesehen. Macht sich auf den Weg zur Basis und wird dann. Wo fährt denn der hin? Diese Aufgabe auch abschließen wieder. Wo fährt mein Feuerwehrauto hin? Der hätte jetzt einfach nur hier rüberfahren müssen, oder? Ich weiß nicht, wo er hinfährt. Hier runter und. Wenn irgendwo auch falsch ist beim Polizeiauto, oder? Ja, komm schon, weißt du, jetzt habe ich hier extra, weil ich jetzt so schlau gewesen, habe jetzt meinen Feuerwehrwagen jetzt hier gleich genommen, damit ich ein bisschen Brand verhindern kann. Mhm. Wo fährt denn der lang? Ach, so rum fährt der. Verkehrsunfall. Fahrzeuge sind zusammengestürzt. Zu Befehl. Retten Sie die Fahrer aus den Unfallfahrzeugen. Ich mach schon. Sorgen Sie alle Opfer und schleppen Sie die Unfallfahrzeuge. Okay. Okay. Du willst nur ja Punkte haben. Darüber hinaus anhand ihrer Aufgabenliste. Der soll ja trotzdem spannend bleiben, oder? So, wo haben wir den Unfall? Und ich muss ja eh mitmachen. Sanitäter ist ja wieder meine Sache. Ich sehe den. Ach, da hinten ist er. Der Unfall. Ist der Bio sieht den Unfall nicht mal, ja? So, schicken wir mal einen Rüstwagen hin. Komm her hier, Schnuckel. Und einen Abschleppwagen stellen wir hier auch gleich hin. Bin dabei. Ja, an der Stelle nicht einen Unfall gehabt. Was geht's? Ach, oh, da ist ein Grafikfehler. Ja? Also bei mir zumindest. Bei dem Unfall. Ist doch dann bin gerade noch. Ich bin leider ein bisschen gerade beschäftigt hier. Ich habe hier noch einen Brand. Achso, ja, dann mach einfach den Brand. Ein Grafikfehler, da fehlt ein Stück Grafik, ein Texturfehler. Bin dabei. Das geil ist, dass der jetzt hier den Brand nicht löscht hier. Warum auch immer. Im Auto? Nee. Okay. Hier unten. Aber du kümmerst dich auch ums Auto. So, ist er denn jetzt da? Nee, ist noch nicht da. Gut. Höre, ist in Arbeit. Wie gesagt, der Dienst ist erledigt, der Peter ist gefasst und ist auf dem Weg zur Basis. Bin dabei. Bin bereit. Aber die Brandstiftung ist für dich und für mich eigentlich schon wieder erledigt. So, wo ist er denn jetzt hier? Komm schon. Und guck mal, da ist ein erster U-Bahn-Eingang da oben. Wo? An der Kreuzung, wo der Unfall ist. Ist ein U-Bahn-Eingang? Sehe ich nicht. Da ist doch ein. Na, nicht da, wo das Auto steht, auf der anderen Ecke von der Kreuzung. Hm. Ich sehe hier keinen U-Bahn-Eingang. Du hast da hier eine Brücke, wo gerade der Abschlepper rüberfährt. Ich kann jetzt nicht, ich muss mich jetzt hier konzentrieren hier. Höre. So, ich brauche die Schere. Ist in Arbeit, was geht's? Alles klar. So, sind jetzt hier alle drinnen? Jawohl. In Ordnung. So, achso, hier sehe ich, ja, stimmt, da fehlt so ein Stück, Ja. Was Rundes. Ja. Kein Problem, sofort. Alle Einsatzkräfte sind da. So, ich schneide auch schon auf. Funktioniert sogar, Wahnsinn. Jupp, das funktioniert. So, 2 Minuten noch. Brandausbruch. Ursache unbekannt. Und kümmern Sie sich um alle weiteren Schäden. Achso, da hinten sind keine Hydranten, ich sag's dir gleich, ja. Okay, dann fahr ich gleich mit den Tankdurchfahrzeugen hier hin. Weil das ist so Ackerfläche, okay. Alle da hinten, da ist nicht. Ich schick meine drei Dinger hin. Ja, so viel Wald ist da nicht, aber ein paar Bäumchen stehen da schon drin. Okay, der liegt draußen. Wird erledigt. Aber, klar, mich dran. Was geht's? So. Verstanden. So. Jawohl. Auto ist leider wieder unsichtbar. Oh Gott, ist ja hier am anderen Ende. Ja. Bin weit weg. Am anderen Ende. Jetzt sind schon 5 Blenden, ne? Die ganzen Büsche und Sträucher da. Gut, kommt der jetzt? So, ich kann meinen Typ nicht mehr bewegen hier. Ist in Arbeit. Ah, jetzt. Sofort. So, kein Problem. Steig ein. Und yes, ich habe den Ice Dragon überholt. Ja, hast du. Jawoll, Leute, das wird spannend. Weil das Ding ist, jetzt kriegt er auch noch ein paar Pünktchen. Ich habe dich wieder überholt, okay. Gerade. Nein! Was soll das?
Das ist das Versorgen der, der Person ja. hier. War es wenigstens noch am Ende ein bisschen spannend gewesen, so mit den Punkten. Aber wir sind jetzt zusammen bei 54.000 Punkte. Das ist super. So, meine Feuerwehrautos sind immer noch nicht da. Darf ich noch nicht mehr, 20 Sekunden noch. Komm schon! Aber ich schaffe ohne mehr abzutransportieren. Die sind so lahmarschig, die Dinger. Du willst da bloß noch mal Punkte kriegen. Nein! Ich lasse dich ehrenhaft gewinnen. Ich hoffe, dein Abschlepper schaffst du nicht mehr rechtzeitig in die Basis rein. Das war's. Ja! Zweiter Spieler. Nein! Mit 400 Punkten mehr gewonnen. Cool, Jun. So, liebe Leute. Ja, das war's hiermit von uns zu Emergency 5, dem Multiplayer-Modus. Was gibt's zu sagen, Icebreaking? Ja, hat Spaß gemacht auf jeden Fall trotzdem. Definitiv, ja. Aber er hat immer noch seine Macken. Mhm. Leider, leider. Schade, schade. Das stimmt, ja. Das Spiel, wie gesagt, bekommt ihr bei Steam für relativ, glaube ich, 54 Euro oder so, aber auch im Einzelhandel. Da bekommt ihr so sogar eine Deluxe Edition, da ist ein Feuerwehrauto drin oder so von Siko. An sich, so, das Spiel ist wirklich nicht schlecht. Kampagne hattest du ja auch kurz eingespielt, war auch in Ordnung gewesen soweit. Da hattest du ja nicht so eine großen Probleme gehabt wie jetzt hier im Multiplayer-Modus. Stimmt das? Nee, aber da muss man noch mal mit der Polizei arbeiten. Genau, weil ihr habt auch da mehr Fahrzeuge, als wir jetzt hier, im Multiplayer-Modus zeigen konnten. Vor allem, da sind viel mehr Passanten. Ja, naja, auch mehr Autos, also mehr Verkehr. Du kommst von im Weg, die Passanten, weil du kommst mit dem Feuerwehrauto nicht durch, zum Beispiel, weil irgendwie da zig Passanten, die ganzen Gaffer, dann irgendwo rumstehen und was ist denn da passiert? Mhm. Ne, ich hatte die erste Mission gespielt, das war das mit dem Straßenbahnunglück. Fand ich schon relativ geil. Man muss dazu sagen, vom Release des Spiels bis jetzt hierhin, sag ich mal, sind jetzt nun schon gut ein paar Monate vergangen. Ich glaube, das Spiel ist im November erschienen, lief allerdings dementsprechend. Das hatte einen sehr, sehr, ich sag mal, schlechten Start gehabt. Die wollten das Weihnachtsgeschäft mitnehmen. Genau, die wollten es auf jeden Fall mitnehmen und haben sich damit, ich sag mal, jetzt ihr eigenes Grab geschaufelt. So an sich, das Spiel ist nicht schlecht, aber wie gesagt, durch die ganzen Fehler, die es hier gibt, hier in dem Spiel, war es eigentlich für zum Teil schon fast unspielbar gewesen. Wie gesagt, wir hatten es ja auch abbrechen müssen, unser Let's Play, unser Multiplayer-Let's Play hier. Und wie gesagt, hatten uns dann nach ein paar Monaten uns dann entschieden, ja, da kam jetzt ein größeres Update. Das war es jetzt doch nochmal durchziehen bis zum Ende. Und ich muss sagen, es hat sich wirklich was getan. Die Performance ist wirklich besser geworden. Ich habe es gemerkt, weil ich nehme es ja jetzt hier noch separat auf. Und wie gesagt, ich konnte jetzt spielen und es lief wirklich besser als wie in den ersten Folgen, die ich aufgenommen habe hier von Emergency 5. Und tja, ich kann zwar sagen, Emergency 5, wenn es im Angebot ist, auf jeden Fall kann man es kaufen. Sonst würde ich vielleicht so eher zu so einem Teil greifen, wo ich sage, der stabiler läuft vielleicht. Multiplayer-Modus hier ist ein bisschen komplizierter. Da hat der S-Dragon auch bei uns auf dem Kanal ein kleines Infovideo erstellt, wie ihr hier Multiplayer spielen könnt. Das können wir mal nochmal am Rande erwähnen. Da müsst ihr einen bestimmten Port einstellen. Aber wie gesagt, das findet ihr dann hier bei uns bei Emergency. Genau, dann müsst ihr beim Router Port-Forwarding und so weiter machen. Richtig. Okay. Somit würde ich sagen, bedanken wir uns fürs Zugucken. Ich hoffe, euch hat das Let's Play soweit gefallen. Hier von Emergency 5. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video mit einem neuen, alten Let's Play. Mal schauen, vielleicht ist es ein neues, vielleicht ist es ein altes. Werden wir mal gucken, wie wir es jetzt hier am besten machen. Wir bedanken uns fürs Zugucken. Und dann, ja, ciao, tschüss. Und jetzt bei dem Spiel nicht mehr bis zum nächsten Mal, aber bis zum nächsten Let's Play. Let's Play. Jawohl. Und ja, viel Spaß, viel Freude und lasst einen Kommentar da oder abonniert uns, falls du es noch nicht gemacht haben solltest. Das wäre super. Genau, und ja, wir wünschen euch noch viele schöne Stunden mit unseren Videos und ja, tschüss. Tschüss.